Herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes, die Tochter des Teufels. Diesen kleinen Engel, den kleinen Tom, lassen wir jetzt mal in seiner Wohnung zurück, denn wir begeben uns zu dieser mysteriösen Bar, Tabbert's Bar, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Und zwar hier in diesem Brief. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, der besondere Job des Vaters, der wohl in der Tabbert Bar oder aus der Tabbert Bar herauskam. Und hier haben wir auch unser Aufgaben-Update. Finden Sie im Old Tabbert Pub mehr über den besonderen Job heraus. Nun denn, da die Bar nicht wirklich weit weg ist, ach guck an, hier spielen sie Schach. Leute, das ist matt. Aber sowas von, ja, da gibt es auch nicht mehr viel nachzudenken. Das ist matt. Leute, ihr müsst hier nicht mehr nachdenken, ist vorbei. Fangt neue Spiele an. Ach, dass die nicht auf mich hören wollen. Tag, Mr. Holmes. Sieh an, der junge Wiggins, und du hast sogar eine Arbeit gefunden. Wenn man das so nennen kann. Ich hasse es, aber wenn sie richtige Arbeit für mich haben. Ich könnte später in der Tat deine Hilfe brauchen. Warte hier. Tatsache. Achso, jetzt werde ich nochmal ganz kurz in den Optionen ein bisschen den Sound hochdrehen. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu leise. Ja, einen noch. So. Jetzt hören wir ein bisschen mehr vom Hintergrundgeräusch und auch wahrscheinlich die Dialoge etwas mehr. So, Sherlock Holmes hatte ja immer so eine ganze Bande von, eine Rasselbande von Jungen und Mädchen, von Armen, aus den Armenvierteln, die für ihn gearbeitet haben. Nun denn, lasst uns die Kneipe betreten. Ich muss mich umhören, um zu erfahren, wer den besonderen Job anbietet. Mir gefällt wirklich so ein bisschen das Design, muss ich sagen. Es ist jetzt, es ist irgendwie nice gemacht. Also ich habe irgendwie Spaß, durch diese verschiedenen Welten zu gehen gerade hier. Stärker als je zuvor. Durch London. Durch das London des 19. Jahrhunderts. Ein Virtuose. Meine Fresse. Ist das ein Loch. So. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. Okay, hier könnte ich mal mich casually dranlehnen. Und dann werden wir mal mit den Augen und in meinem Hinterkopf die Leute beobachten. Was? Behalten Sie die Konzentrationssymbole im Zielbereich, um dem Gespräch zu lauschen. Ich verstehe. Ach Gott. Ach Gottchen. Das ist ja super strange. Oh, wenn die auseinandergehen, dann findet... Oh, lol. Ich muss mich ganz schön konzentrieren gerade. Der Mann mit dem besonderen Job, der hat einen prächtigen Backenbart, würde ich sagen. Das ist ja so ein zufälliger Dialog, ja. Das ist ja... Oh Gott. Dieses Minigame wird direkt zu meinem Favorite gekürt. Nicht? Gleichheit für die Arbeiterklasse. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann mich nur bei mir selbst über mich beschweren. Oder bei Watson. So. Das heißt, der mit dem Backenbart. Der mit dem Backenbart? Da hinten. Der mit dem Backenbart. Du bist also der mit dem besonderen Job. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Wie? Na gut, den nicht. Ach, der hat da einen Vollbart und gar keinen Backenbart. Wo ist denn der mit dem Backenbart? Bist du der mit dem Backenbart? Nee. Gemeinsam sind wir stärker! Stärker als je zuvor! Kann ich mich vielleicht hier hinsetzen? Ja. Dann belauschen wir nochmal die zwei Trunkenbolte und spielen eine Runde Solitär währenddessen.
Oh. Ich weiß nicht, irgendeine Gehirnhälfte bei mir funktioniert anscheinend nicht so ganz gut. So dass ich links und rechts, wenn die sich hier vertauschen, dann ist es halt bei mir vorbei. Dann kann ich die Controller nicht mehr richtig zusammenhalten. Oder nicht mehr identifizieren. Bleibt beieinander. Nee, der Kerl, der hier besondere Jobs anbietet, der trinkt keinen Alkohol. Ein Abstinenzler, sehr verdächtig. Der Gesuchte hat also einen Backenbart und trinkt keinen Alkohol. Sauber, Sherlock. Ich glaube, das werde ich hier noch öfter hören, den Spruch. So, mit dem hier. Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. Kann ich den hier belauschen? Ach, das ist der mit dem Backenbart. Schnurrbart, Bart, Schnurrbart. Ach so, okay. Das ist also nicht der mit dem Backenbart. Getränk, Bier. Analyse abgeschlossen. Das ist er nicht. Ja, sauber, Sherlock. Alter Schwede. Dafür voll den voll die krasse Sequenz dafür. Schön. Vielleicht der mit dem Backmat, doch dieser Typ hier. Jetzt kann ich mich hinsetzen, da siehst du mal. Ah, jetzt kann ich nur den beobachten. Ach, das ist doch der mit dem Backenbart, siehst du mal. Bart, Backenbart. So, und Getränk. Wasser oder Wodka. Analyse abgeschlossen. Das muss der Mann sein, den ich suche. Also ich nehme mal an, dass die Rätsel noch etwas komplexer werden. So, jetzt heißt es also, ihn zu beobachten, ihn zu beschatten. Ja, das ist unsere erste Beschattungsmission und ich bin mal gespannt, was passiert. Ob der irgendwann mal aufstehen wird oder ob ich tatsächlich mal... Komm, trink noch einen Schluck von dem stillen Wasser. Mach ich, glaube ich, auch mal. Moment. Lecker. So, Kopfschmerzen hat er anscheinend. Man gebe ihm ein Aspirin. So, dann mach ich mal hier schnellere Zeit. Das ist ja auch ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir. 30 Minuten später. Oh, den hätten wir mal lesen sollen, den Zettel. Ah. Das war's. Eine Vermisstenanzeige. Ich sollte mehr herausfinden. Okay, gucken wir uns mal die Vermisstenanzeige an. Anfang Oktober verschwand Mr. John Strobridge unter mysteriösen Umständen aus der Dorset Street und wird seitdem vermisst. Sollten Sie auch nur den kleinsten Hinweis auf seinen Verbleib haben, wenden Sie sich bitte an Mrs. Strobridge in 5 Dorset Street. Vielen Dank im Voraus für jedwede Information. Tja, liebe Mrs. Gemeinsam sind wir Strawbridge, oder wie hießen die jetzt? Stowbridge. Wir werden dir wohl mal einen kleinen Besuch abstatten. Siehst du den Mann da? Ich möchte, dass du ihm folgst und mir danach berichtest. Geht klar, Mr. Holmes. Sauber. Dafür hat er sich ja dann auch nachher ein Oh, jetzt bin ich der kleine Junge. Wie geil ist das denn? Kann ich eigentlich auch laufen? Ja. Das ist ja super. Das gefällt mir ja. So, wo ist der hin, der Vogel? Das ist doch der da hinten. Der mit der Melone. So, und immer stehen bleiben, Deckung gehen.
Während sie sich in Deckung befinden, können sie nach oben oder zur Seite looten. Okay. Deckung verlassen. Wir folgen dem Typen. Juhu! Diese Beschattungsmission, die kennt man ja auch aus Spielen wie Assassin's Creed oder so. Ich konnte letzte Woche den Aber ganz nett gemacht hier eigentlich, bisher. Eine Anzeige, man muss schnell Deckung finden und kann dann nochmal, oh, herausgucken. Hinausgucken, aber das, wenn ich dann hinausgucke, dann sieht er mich Hilfe, schon. Cool, billig. So. Na, guckst du gleich nochmal rum? Ja, das dachte ich mir doch. Der ist ganz schön misstrauisch, muss ich sagen, wenn er eine einfache Straße so entlang läuft. Aber das gefällt mir ja, dieses kleine Minigame. Finde ich ganz nett. Oh, 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 oh. Die lassen mich nie im Leben durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Aha, verstehe. Ich bin woanders lang gelaufen. Die Reichen füttern ihre Hunde mit Fleisch. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Das Leben ist viel zu teuer. Mein Sohn arbeitet in der Kanalisation. Und er ist erst... Aha, da haben wir ihn wieder. Puh, sind wir schnell in die Deckung gegangen. Ist ganz witzig gemacht eigentlich, dass die Deckung immer mit Typo in der Welt verankert ist. So, Dummes Balk! Hey, sag mal, habe ich dir was getan oder was? Heul nicht, geh an die Arbeit! Ah, den Jungs von der Schlägerbande gehe ich lieber aus dem Weg. Okay, ich verstehe. Die Bürste und hoch mit dir! Ich könnte ihn weiterverfolgen, wenn ich den Kamin hochklettere. Aber das ist gefährlich. Worauf wartest du? Ja. Bitte schlagen Sie ihn nicht. Ich tue es. Ich werde den Kamin putzen. Dann mal los! Sauber. Ich finde, die Stimme passt nicht ganz zu dem. Alter, meine Lunge. What the fuck? Jetzt muss ich tatsächlich den Kamin putzen. Ich dachte, ich lüge. WTF. Alter, was ich alles für den verdammten Sherlock Holmes alles machen muss. So, machen wir das hier nicht. Ja, überspringen. Ich kann hier nicht. Ach, Gott sei Dank, jetzt ging's. So, ich weiß ja nicht, wer da unten gerade ein Feuer macht, aber es zieht wie Hechtsuppe und da war eine Katze. Habt ihr die Katze gesehen? Eine süße kleine Mietzimaus. So, komm schon. Ich muss immer warten, bis dann hier der Kreis erscheint. So. Oh, ich bin erstickt. Sauber. Ich glaube, ich muss schneller putzen, ne? Sehr gut. Ja, Kohlenmonoxidvergiftung, ne? Ist nicht unüblich in so Kaminen. So. Diesmal kriegen wir es aber hin. Jetzt habt ihr nochmal die Chance, die Katze zu sehen vielleicht. Jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, geht es auch einigermaßen. Außer man findet den Punkt wieder mal nicht. So. So, jetzt gleich rechts. Rechts. Hier, auf dem Boden. Da, ah, Miezekatze. So, komm schon. Alter. Ich glaube, wir haben es geschafft diesmal. Knapp, aber geschafft. Über den Dächern von London. Ich hab ihn wieder. Zum Glück. Oh, nice. Das gefällt mir. Das sieht doch schon echt nice aus. So, wo ist er jetzt? Da unten. Jetzt brauche ich wohl nicht mehr in die Deckung zu gehen.
Oh, oh. Wie komme ich denn jetzt darüber? Hallo? Kann ich da springen oder was? Ja. Spring, du Vogel. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier wieder runterkommen soll. Vielleicht mit dieser Planke. Aha. Ja, das muss einer doch wissen. Muss einem doch gesagt werden. Ich habe ihn verloren. Nein. Wehe, ich muss jetzt nochmal den Kamin hochjagen. Ich habe ihn wieder. Zum Glück. Okay. Die Speicherpunkte sind recht fair gesetzt. Ah, man muss hier... Das ist ganz witzig. Eigentlich ist es so eine Art, ich weiß nicht, fast schon ein Quicktime-Action-Adventure. So ein bisschen. Aber das meinte ich eben am Anfang des Let's Plays, dass man tatsächlich so ein bisschen hier das Adventure-Genre vielleicht auch weiterbringt. Oh Gott. Außer man hat zu viele Minigames drin. Tatsächlich. Oh Gott. Alter, das ist viel schwerer, als es aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese scheiß zwei Dinger im Lot zu behalten. Das ist viel, viel schwerer. So. Und jetzt lauf. Okay. Da ist er wieder. Das ist aber echt eine Jagd hier. Nicht schlecht. Gefällt mir aber die Inszenierung davon. So, und nun ist er nur einmal einfach so eine Runde gelaufen und ist jetzt wieder in der Kneipe, in derselben. Nice. I like. Oh, ich bin zu nah dran. Kein Versteck hier. Ich gehe besser durch die Gärten. Okay. Dann laufen wir mal durch die Gärten. Was machst du in meinem Garten? Ich kletter. Ich bin schon wieder. Ja, jetzt geh mal da hoch. Oh Gott. Ich sollte vielleicht irgendwie an der Stelle hochlaufen, wo man auch hochlaufen kann. Zumindest wenn man so ein kleiner Junge ist. So. Schau sich einer den mal an. So. Na, du spürst die Blicke in deinem Nacken. Hast den Bart auf deinen Backen. Aber du weißt nicht, dass ich es bin. Und reckst vergebens dein Kinn in Richtung deines Hintern. Ich werde dich trotzdem finden. So. Hey, das ist Schuhputzer Jim aus der Chamber Street. Er ist stumm. Sein besoffener Stiefvater verprügelt ihn immer. Mensch, so viele schöne, freundliche Geschichten. Hey Jim, lässt du mir mal deine Ausrüstung? Ich bin auf geheimer Mission für Mr. Holmes. Mhm. Na, da kommt wohl das nächste Minigame. Wasser. Ablegen. Schneller. Ja. Ja, Mister. Nein. Oh Gott, ablegen.
Möchte das nehmen? Mit einer kleinen Bürste geht das besser. Mit einer kleinen Bürste geht das besser. Na gut. Was? Tut mir leid. What? Schade. Ich dachte, ich könnte mir noch einen Schilling dazu verdienen. Und jetzt ist er aufmerksam geworden, oder was? Ah, ich bin noch zu unerfahren. Oh Gott, lauf! Lass mich in Ruhe, Bengel. Shit. Ich bin noch zu unerfahren in Sachen Beschatten. Oh Gott, zwei Riesenköter. Die werden mich bestimmt nicht vorbeilassen. Mist. Ich muss einen anderen. Er redet mit einem Kutscher. Ich muss näher ran. Okay. Immerhin ist das Wetter gut. Letzte Woche war es eiskalt. Naja, hier kommen wir nicht lang. Ich bete, dass es nicht wieder kalt wird. Ich hab kein Geld für Kohle. Na, können wir da hinten dran? Ich darf ihn jetzt nicht verlieren. Nice. Das war die Geschichte von William. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.